Der nächste Redner ist ebenso von ÖVP, Nikolaus Belakovic. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Außenminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das außenpolitische Jahr 2014 war die Ouvertüre für das noch schwierigere außenpolitische Jahr 2015. Ukraine, Russland wurde angesprochen, Syrien, Irak, blutige Konflikte, islamistischer Terror und in der Folge ein noch nie dagewesener Flüchtlingsstrom, der unsere Gesellschaft gleichermaßen wie die Politik, aber insbesondere die Außenpolitik, enorm fordert. Das gemeinsame Europa steht vor einer wirklich außergewöhnlichen Belastung und erst langsam. Vielen zu langsam setzt die europäische Politik ein in den Krisengebieten und setzt auch Handlungen. Nach wie vor wird die europäische Außenpolitik oft durch einzelstaatliche Interessen konterkariert oder zumindest erschwert. Umso wichtiger ist in meiner Meinung nach, dass jedes EU-Mitglied eine besondere außenpolitische Rolle einnimmt, wohlgemerkt im gesamteuropäischen Interesse. Sebastian Kurz, unserem Außenminister, ist es gelungen, Österreich hier in seiner außenpolitischen Rolle klar zu definieren. Und das hat auch international Anerkennung und Beachtung verursacht, nämlich, dass Österreich als ein internationaler Begegnungsort weltpolitischer Kontrahenten sich etabliert hat, die hier zu gemeinsamen Standpunkten finden. Denken Sie an die Iran-Atomgespräche, die nach einem jahrzehntelangen Stillstand doch in beeindruckender Weise einen Durchbruch gebracht haben, oder auch die Syrien-Friedensgespräche, die ein wirklicher Hoffnungsschimmer sind in einer fast aussichtslosen Situation und vor allem eine Perspektive für die Menschen, die auf der Flucht sich befinden. Der Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik bleibt aber weiterhin auch der Westbalkan. Österreich unterstützt die Heranführung der Länder des Westbalkans an die Europäische Union. Und das ist auch im eigenen Interesse ein wichtiger Beitrag zur Sicherung von Frieden und Stabilität in dieser Region. So hat Österreich im vergangenen Jahr und auch heuer die Westbalkankonferenz in Wien veranstaltet unter höchster Beteiligung und auch mit einer klaren Perspektive, diese Staaten zu unterstützen, sei es durch Twinning-Projekte oder auch durch konkrete Investitionen, wie sie aufgestellt wurden. Das ist wichtig, weil diese Staaten setzen auch auf Österreich, hat eine lange Tradition. Vor kurzem war auch eine parlamentarische Delegation in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Wir hatten dort die Gelegenheit, mit hochrangigen Vertretern des Parlaments, der Regierung zu sprechen oder der Regierungen zu sprechen. Und klar ist, dass hier das Flüchtlingsthema alle diese Gespräche dominiert hat. Andererseits Serbien sich enttäuscht gezeigt hat, dass es bezüglich EU-Beitritt wenig Fortschritt gibt, keine Verhandlungskapitel eröffnet wurden. Und Serbien das aber den EU-Beitritt sieht, um innerstaatlich Reformen zu machen, die notwendig sind. Kroatien nach dieser Wahl noch immer keine handlungsfähige Regierung, braucht ebenfalls hier Reformen. Jetzt zwar EU-Mitglied, aber unbedingt notwendig, um wirtschaftlich voranzukommen. Und letztendlich Bosnien-Herzegowina nach dem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen, was ein wichtiger Rahmen ist, hoffen Sie, zu Beginn des kommenden Jahres einen EU-Beitrittsantrag zu stellen. Das sind Perspektiven für diese Staaten. Sie setzen auf Österreich und wir dürfen diese Staaten auch angesichts der großen Konflikte nicht vergessen. Denken Sie nur an die Hochwasserkatastrophe, die alle diese Staaten betroffen hat und wo die Dankbarkeit der Menschen und auch der Institutionen an Österreich, an die Menschen, die hier geholfen haben, riesig groß ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik bleibe der Westbalkan, sagt Nikolaus Belakovic von der ÖVP.